Zeit für Witz vom Olli. Ja, obacht, es ist Dienstag, es ist Zeit für gute Laune, es ist Zeit für Witz vom Olli. Ja, ich überlege ja immer, was erzähle, und wir waren gestern, jetzt muss ich ein bisschen gerade ausrichten, wir waren gestern mit unserer Kleinen das erste Mal beim Reitschnupperkurs, also das Schnupperkurs, bei der Nase, möchte sie mal einen Schnupperkurs machen, und dann so, nee. Und ich muss dazu sagen, ich bin sehr geruchsempfindlich. Das war was für Feinschmecker. Aber mir sind natürlich sofort unglaublich viele Witze dazu eingefallen zu dem Thema, wo sich die zwei Rennstallbesitzer unterhalten. So große Rennwoche in Baden-Baden, Iffezheim. Und die zwei Rennstallbesitzer unterhalten sich vor dem Rennen. Dann sagt der eine zum anderen, sag mal, was gibst denn du deinem Pferd eigentlich, deinem Gaul vorm Rennen? Dann sagt der eine, du immer 5 Kilo allerfeinsten Hafer und 5 Müsli-Riegel. Dann sagt der andere, das muss gut funktionieren, weil das Pferd hat ja die letzten 5 Rennen gewonnen. Dann sagt er, siehst, und was gibst du deinem Pferd? Dann sagt er, 5 Müsli-Riegel und 5 Gin-Tonic. Da sagt der andere, echt, und hat der Gaul schon mal eine Rennen gewonnen? Da sagt der andere, nein, aber am Start ist schon der Lustigste. Nein, aber am Start ist schon der Lustigste. Und dann natürlich ein Highlight, wo die zwei Freundinnen, Siglinde und Samantha, sich unterhalten, sagt Siglinde, du hast mitgekriegt, der Zirkus ist in der Stadt. Ich weiß, dass ich den vor kurzem, glaube ich, schon erzählt habe. Der Zirkus ist in der Stadt und der Höhepunkt ist, ein nackter Indianer reitet auf dem ungesattelten Pferd. Und die anderen sagen, nein, habe ich keine Lust. Dann sagt Siglinde, doch, komm, wir gehen nach. Dann sagt Samantha, okay, ich habe schon lange kein ungesatteltes Pferd mehr gesehen. Und klar gibt's ja viele, viele zu dem Thema, die dazu passen. Ich glaube, ihr könnt allein einen Abend mit so einem Thema rumbringen, weil da kannst du abdriften in der wilde Weste, wo der White Herb in der Saloon kommt und er schießt wie wild um sich und eine Kugel trifft die Glocke, die über der Bar hängt, die Kugel prallt ab und trifft den einäugigen Pianist in seinem gesunden Auge und der sagt, ja, so ist recht, immer erst Lichter ausschießen. So ist recht, immer erst Lichter ausschießen. Und so kann ich mit einer Situation, mit einem Thema sofort ein Abendprogramm kreieren. Und heute ist nicht Abend, es ist ein wunderschöner Dienstag, fast hochsommerliche Temperaturen. Und ich wünsche euch an der Stelle natürlich nur das Allerbeste, bleibe gesund. Verliert niemals den Humor, sonst wird es wieder ernst. Und natürlich werdet gesund für die, die es nicht sind. Am anderen Ende war der Olli und ich mache nicht Tür auf, weil ich stehe an einer Hauptverkehrsstraße. Das wäre weder gut für Harry, für Meister Ling, für Sergei, noch für die Flusssiege. Deshalb wartet ab auf Donnerstag und ich kann nur eins sagen, geht ein Cowboy zum Friseur, kommt raus, Pony weg.